Servus Monster, Freunde, willkommen zum ersten Iceborne Waffenbild-Video. Heute zeige ich euch, mein Hammerbild ist extrem stark geworden. Wir haben lila Schärfe. Im Endeffekt sind alle wichtigen Sachen mit drin. Bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich. Starten wir direkt durch. Hier seht ihr kurz den Status und die Fähigkeiten, dass ihr so einen Überblick bekommt, wie dieser Bild aufgebaut ist. Im Hintergrund seht ihr den Brachydios-Kampf und er bekommt auf jeden Fall ordentlich Schaden ab. Der Angriff ist bei 1544, das ist wirklich richtig gut. Wir haben lila Schärfe und einen ordentlichen Balken. 45% Affinität, ebenfalls sehr heftig. Und top noch Eiselement dabei. Auf der rechten Seite sehen wir die Werte. 7er kritischer Blick, 5er Handwerk, Angriffsboost, kritischer Boost, Schwächevorteil und Hitzeschutz. Das war so auf der Rüstung dabei. Ganz wichtig, den Bild, den ich euch hier vorstelle, könnt ihr für euch optimieren. Das werdet ihr gleich sehen. Ihr könnt da so viele Jewels einbauen. Da könnt ihr wirklich auch sehr defensiv diesen Bild noch aufbauen. Zum Beispiel einen 4er Angriff raus. Nehmt euch zum Beispiel 200 Leben mit. Das werdet ihr auch noch gleich sehen. Ihr könnt wirklich den Bild perfekt auf euch anpassen. Schauen wir uns den Bild im Detail an. Aktuell benutze ich den Velkanerhammer. Das ist ein sehr, sehr guter Hammer. Kann ich euch ans Herz legen. Ihr könnt aber bei diesem Bild, das ich euch jetzt gleich vorstelle, auch jeden anderen Hammer verwenden. Der Velkanerhammer ist aber wirklich sehr, sehr gut. Wir haben einen sehr guten Grundschaden. Es gibt natürlich Hämmer, die haben noch einen höheren Grundschaden. Dafür viel weniger lila Schärfe und vielleicht auch manchmal Minusaffinität. Und dieser Hammer ist wirklich perfekt. Wir haben einen guten Grundschaden. Ihr seht, ordentlicher Balken an lila Schärfe. Nuller Affinität und top noch Eiselement drauf und einen ganz großen Slot. Aber wie gesagt, ihr könnt auch jeden anderen Hammer verwenden. Aber gerade am Anfang würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, holt euch diesen Hammer. Ihr schafft mit diesem Hammer alles. Er haut abartig Schaden rein. Ab Mitte der Story könnt ihr diesen Hammer herstellen, wenn ihr eben Velkanar getötet habt. Und dann müsst ihr vielleicht Velkanar 2-3 Mal farmen. Dann habt ihr diesen Hammer. Machen wir weiter mit den einzelnen Rüstungsteilen. Sehr geil zusammengestellt, dieser Bild. Wir haben ja die Brust von Kruschala, ein 2er Handwerk, ganz großer Slot und einen mittleren Slot. Die Drachenältesten schaltet den Iceborne circa Mitte bis, also Richtung Ende der Story eher gesagt, frei, wenn ihr eben auch gegen die Drachenältesten kämpft. Ich hatte irgendwann eine optionale Quest. Ihr könnt aber auch Drachenälteste auf Expedition sehen, ihr geht oder finden. Ihr geht einfach auf die Map, auf die Karte drauf und dann schaut ihr euch die Monster an, die auf der Map spawnen und ab und zu sind die Drachenältesten dabei. Und dann könnt ihr zum Beispiel so Kruschala vorfinden. Eventuell habt ihr auch gegen Mitte bis Ende eben der Story eine optionale Quest mit Kruschala oder wenn es ganz gut läuft, eine Untersuchung. Vielleicht hat ein Kollege von euch auch was. Dann könnt ihr easy Kruschala farmen. Der Kampf ist ein bisschen AIDS, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Rüstungsteil. Man braucht, wie gesagt, nur die Brust. Das geht eigentlich. Man braucht da nicht so ultra lange. Als nächstes haben wir Theo, ebenfalls ein sehr gutes Rüstungsteil. Wir haben Schwächevorteil dabei, einen ganz großen Slot, einen mittleren oder einen ganz großen Slot, einen fast ganz großen Slot. Das ist jetzt voll komisch mit einem 4er, einem 3er Slot. Hitzeschutz ist dabei und ein 1er Schwächevorteil. Hitzeschutz ist auch ganz nice, man muss kein Kältegetränk mehr trinken, fackelt nicht mehr an. Ist wirklich sehr comfy und nicht verkehrt. Bei Theo genau das gleiche, einfach auf Expedition nach ihm gucken, ab und zu spawnt er in der Heimat der Ältesten, wenn ihr Glück habt, optionale Quest oder eben Untersuchung. Dann geht es direkt weiter mit dem nächsten Rüstungsteil. Ich sehe gerade, das ist noch ein Tick weiter unten und zwar haben wir die Clavenusbeine. Die könnt ihr euch sehr früh im Spiel herstellen, da braucht man wirklich nicht viel spielen. Wir haben auch hier wieder ein 2er Handwerk und einen ganz großen Slot, ein sehr, sehr starkes Rüstungsteil. Dann haben wir hier noch die Hüfte vom Udugaron, kann man wirklich auch sehr früh holen, auch sehr easy. Es ist nicht der schwerste Gegner. 2x kritischer Blick, ein 4er Slot und ein 2er Slot und zu guter Letzt gibt es dann noch den Helm, auch ein sehr geiles Rüstungsteil, der ist nochmal einen Tick weiter unten und zwar beim Fulgur Anjanath. Wir haben da nochmal einen Schwächevorteil drauf, einen ganz großen Slot und einen 2er Slot und ihr merkt schon, mit Iceborne hat man auf jeden Fall sehr viele Slots, was natürlich cool ist. Ich hoffe, ihr habt natürlich genügend Jewels gefarmt, dass ihr diesen Bild nachbauen könnt. Und wenn wir uns jetzt eben die Dekorationen anschauen, da merkt ihr einfach, wie viel Potenzial in diesen Rüstungen drin steckt oder in diesem Bild. Ihr seht bei mir, ich habe einfach mal in den mittleren Slot einen Expertenschuh eingebaut. Man braucht da normalerweise nur einen 1er Slot. Und es ist natürlich Ziel mit Iceborne,
ja, so viel wie möglich von diesen neuen Joules abzugrasen, wie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wo ich es eingebaut habe, zum Beispiel dieser kritische Blick, den bekommt man durch die Story, ist ein 4er-Joule, gibt zweimal kritischer Blick, theoretisch könnt ihr dann hier vielleicht auch was anderes einbauen, wo auch nochmal einmal kritischen Blick gibt und ein 1er Angriffsboost, dann hättet ihr diesen Slot schon wieder frei, weil ihr natürlich hier unten noch den kritischen Blick mit drin habt und so habt ihr wirklich sehr viele Möglichkeiten, ja, einfach den Bild so zu bauen, wie ihr möchtet. Und im Endgame bei mir, wenn ich dann endlich die 4er-Joules besitze, ich muss sie ja ebenfalls farmen, kann man noch mit Höchstmacht, mit Höchstleistung spielen. Das ist dann nochmal mehr Damage. Man kann eine Gesundheitsaugmentation drauf machen, dann ist man eigentlich so gut wie immer Full Life. Man heilt sich abartig wahrscheinlich mit dem Schaden nach oben, denn der Schaden von diesem Bild ist schon wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ihr seht hier die einzelnen Joules, die ich jetzt momentan eingebaut habe. Zweimal kritischer Blick ist, glaube ich, insgesamt drinnen. Wir haben ein paar Experten-Joules. Wie gesagt, das eine kriegt man durch die Story, ein Angriffs-Joule, ein Handwerk, ne, drei kritische Blick. Und wir haben auch noch ein Aufweichjuwel mit drin und unten wieder kritischer Blick. Und ihr seht, ihr könnt den Bild auch für euch optimieren, wenn ihr nicht so viel kritische Joules zum Beispiel habt oder Experten-Joules eher gesagt, dann habt ihr eben weniger Affinität. Ihr könnt den Angriff rausnehmen, zum Beispiel Gesundheitsboost mit rein. Übrigens, der Talisman ist Angriff, wie ihr auf der linken Seite sehen könnt. Da könnt ihr auch den Gesundheitsboost Talisman reinmachen. Ihr seid da wirklich komplett frei. Ich spiele es aktuell so, spielt sich super geil. Ab und zu tausche ich das Ganze noch gegen einen Gesundheitsboost. Manche Angriffe sind dann doch ein bisschen heftig. Aber ihr habt ja auch über eine 800er Verteidigung mit dem Bild. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich. Und die Rüstung ist noch nicht augmentiert. Später kommt man natürlich noch höher mit dem Verteidigungswert. Augmentieren schaltet man aber erst im Endgame frei. Das war es eigentlich soweit von diesem Bildvideo. Ich möchte euch ja noch am Schluss im Trainingsbereich nochmal separat den Schaden zeigen, dass ihr das vielleicht mal mit euren Builds vergleichen könnt. Wichtige Info zum Schadenstest. Ich bin ja natürlich überhaupt nicht gebufft. Kein Angriff L, sonst auch nichts genommen. Ihr seid natürlich später viel, viel stärker. Wir machen jetzt hier einmal den Dreher. 433 Schaden und jetzt noch die Urknall Kombi hinterher. Ich hoffe auf jeden Fall, dass der letzte Schlag crittet und man kommt so bis an die 600 Schadenstreffer nach oben. Das hat man jetzt hier leider nicht gesehen, aber später hat man noch Klammerklaue, wie gesagt Angriff L, ihr seid komplett gebufft und dann geht das auf jeden Fall schon ordentlich ab. Ich habe jetzt hier 507 Punkte gemacht, das ist schon wirklich verdammt heftig. Ich hoffe, der Bild hat euch gefallen. Ihr solltet ihn auf jeden Fall mal ausprobieren. Macht richtig krassen Schaden. Ihr könnt sehr, sehr viel selber anpassen, optimieren auf euch. Denn man hat sehr viele Joule-Plätze einfach frei. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Die nächsten Videos kommen demnächst online. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.